Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Jetzt haben wir gehabt Serienschaltung von R und L, Serienschaltung von R und C. Heute machen wir Serienschaltung von RL und C. Okay? Und ich meine, wir würden das hinbekommen. Ja? Aber es gibt hier einen Effekt, den möchte ich erwähnen, nämlich die sogenannte Resonanz. Ich habe jetzt da mal meine Serienschaltung RL und C aufgezeichnet. Ja? Und jetzt möchte ich kurz erwähnen, was Resonanz ist. Ja? Also Resonanz ist so definiert, wenn es irgendwo Resonanz gibt, dann heißt es, dass der Blindwiderstand von dem L und der Blindwiderstand von dem C gleich sind. Ja? Also das XL ist gleich XC. Ja? Jetzt sind L und C sind halt irgendwelche Werte. Okay? Die sind halt fixe Bauelemente, können wir uns vorstellen. Der hat halt ein bisschen Millihenry, der hat ein paar Mikrofarad. Fertig. Ja? Wann kommt es zu diesem Effekt? Ja? Bei einer gewissen Frequenz. Also es gibt praktisch eine Frequenz F0. Ja? Also ich schreibe das bei einer Frequenz F0. Ja? Es gibt eine Frequenz F0 und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann heißt das, das ist die Resonanzfrequenz. Die Resonanzfrequenz. Ja? Schauen wir uns das an. Das XL war ja Omega 0 mal L. Ich würde das Resonanzkreisfrequenz ausrechnen. Ja? Und da haben wir 1 dividiert durch Omega 0 C. Ja? So, jetzt bringe ich das Omega 0 auf die andere Seite. Omega 0 Quadrat L ist gleich 1 durch C. Daraus folgt, Omega 0 Quadrat ist gleich 1 durch LC. Ja? Woraus wieder folgt, dass Omega 0 ist gleich 1 dividiert durch die Wurzel aus LC. Um Wurzel aus 1 schreibe ich nicht, weil Wurzel aus 1 ist 1. Ja? Omega 0. Ja? Das heißt, meine Resonanzfrequenz F0, 2pi F0 ist Omega 0. Ja? Daraus folgt, dass F0 ist gleich Omega 0 durch 2pi, sind also 1 dividiert durch 2pi Wurzel aus LC. Das ist die Resonanzfrequenz. So berechnet sich die Resonanzfrequenz von einer Serienschaltung. Was sind Auswirkungen der Resonanz? Das UL und das OC nehmen sehr große Werte an. Okay? UL und OC können riesigst werden. Ich schreibe Auswirkung. UL und OC können sehr große Werte annehmen. UL und OC können sehr große Werte annehmen. Man kann sich praktisch vorstellen, die Energie, die im Kondensator gespeichert ist, wird nachher ins magnetische Feld umgeladen und umgekehrt. Das heißt, die zwei schaukeln so hin und her, die geben sie gegenseitig. Ja. Also dann, wenn praktisch die Energie hier weniger wird, dass der Strom praktisch durchrinnt, der Strom lädt den Kondensator auf und dann, wenn die Spannung hier maximal ist, liegt eine große Spannung an L und da geht es dahin. Da geht es dahin. Ja. Und die tauschen da Energien aus und dieses UL und UC können sehr große Werte annehmen. Ja? Theoretisch unbegrenzt. Und der I, was passiert mit I? Der I wird begrenzt durch den R. Okay? I wird durch R begrenzt. Und bei Omega 0 ist I maximal.
Also dann ist C und L praktisch weg. Ja? Die beschäftigen sich mit sich selbst, die haben keinen Einfluss auf das I, weil die laden sich da gegenseitig auf und nieder. Und der Gesamtstrom I wird eigentlich nur durch das R überdämpft. Das ist also die Serienschaltung von R, L und C mit dem Effekt der Resonanz. Serienschwingkreis heißt sowas auch. Also, wie gesagt, Resonanzfrequenz so definiert, dass eben die zwei Blindwiderstände gleich sind. Und dann geht's zu. Gut, Serienschaltung, check. Das nächste Mal machen wir Parallelschaltung. Das nächste Mal machen wir Parallelschaltung zwischen R und L. Fangen wir wieder mit L an, machen wir R und L Parallelschaltung. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.